während die anderen mit wesentlich weniger davon kamen. Ja, ich bin der Einzige aus der Gruppe, dem Verschwörung zum Mord vorgeworfen wird. Also ich soll durch Weitergabe von Informationen an die kubanische Regierung, also an meine Regierung, maßgeblich zum Abschuss der beiden Sportflugzeuge beigetragen haben. Und, haben Sie? Nein, also meine Regierung war in diesem Fall auch auf meine Informationen überhaupt nicht angewiesen, denn José Basulto, wie wir eben gehört haben, der Chef dieser Gruppe, hatte groß im Radio angekündigt, dass er an dem entsprechenden Tag wieder mit seinen Flugzeugen in den kubanischen, wieder nach Kuba fliegen würde, in den kubanischen Luftraum eindringen würde. Und das, obwohl ihn die US-Luftfahrtbehörde ausdrücklich davor gewarnt hatte, ihm die Fluglizenz zu entziehen, wenn er nochmal in den kubanischen Luftraum eindringen würde. Doch er sagte dann etwas großspurig, ich ziehe mein Ding in einem Akt des zivilen Ungehorsams auf jeden Fall durch. Und von Geheimhaltung kann also gar keine Rede sein. Das heißt also, es war überhaupt nicht notwendig, dass ich irgendwas hätte weitergeben müssen, denn diese Informationen waren bekannt. Die Vorstellung ist außerdem geradezu albern, dass ich zu der Entscheidung, diese Maschinen abzuschießen, die ja nun eine Entscheidung von hoher politischer Tragweite ist, beigetragen haben soll. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile über den Vorfall geredet, der schon über 15 Jahre zurückliegt. Das macht chronologisch insofern Sinn, als Sie und Ihre vier Gefährten sich damals noch in Freiheit befanden. Wie war das, als die Freiheit plötzlich endete, 1998? Ja, am 12. September 1998, um genau zu sein, wurden meine Kollegen Antonio, René, Ramon und Fernando und ich in Miami in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verhaftet. Dann wurden wir anschließend in das Federal Detention Center gebracht. Dort bringt man also Häftlinge unter, deren legaler Prozess noch nicht angefangen hat. Die Ausdrucksweise hört sich nun sehr juristisch an. Sie meinen vermutlich ein Untersuchungsgefängnis. Ja, wenn Sie so wollen. Ich habe die juristische Ausdrucksweise gewählt, weil es von diesem Zeitpunkt an noch eine Weile dauern sollte, bis unser eigentlicher Prozess überhaupt losging. Vom Abgeschlossen sei mal ganz zu schweigen. Und warum, denken Sie, war das so? Ja, jeder von uns wurde erstmal in die Special House Units gebracht, die Latinos unter den Gefangenen nennen diese nur El Hueco, das Loch. Und das sind winzige Räume. Sie müssen sich vorstellen, die Haftbedingungen, es gibt also ein Metallbett, ein Metallwaschbecken, ein Metall-WC und einen Tisch und einen Stuhl aus Beton. Einmal die Woche gab es dann gelegentlich eine Stunde natürliche Luftzufuhr von der Straße in einer größeren Zelle durch ein Gitterfenster. 24 Stunden am Tag brennt das Licht, völlige Isolation, kein Kontakt, keine Besuche, kein Kontakt zu irgendjemandem. Ja, ja, ich habe von diesem Loch gehört. Jeder Knast in den USA hat sowas. Aber die Bedingungen sind so extrem, dass die Verweildauer relativ begrenzt ist. Ja, Sie sind gut informiert. Normalerweise dauert sowas höchstens 60 Tage. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Zellen eigentlich nur Gefangenen vorbehalten sind, die sich innerhalb der Haftanstalten schwerer Vergehen schuldig gemacht haben. Das können zum Beispiel sein Angriffe auf Wachpersonal oder Ermordungen von Mithäftlingen. Ich muss jetzt natürlich nicht extra sagen, dass irgendwer von uns sich natürlich nicht solcher Vergehen schuldig gemacht hat. Und was glauben Sie eigentlich, wie lange wir in diesem Trakt untergebracht waren? Ich will einmal vorsichtig annehmen, es waren mehr als 60 Tage. Das waren 17 Monate, das ist ein Weltrekord. Aber das kann doch unmöglich wahr sein. Ja, wenn Sie es nicht glauben, fragen Sie unsere Anwälte. Warum hat das US-Rechtssystem derart unverhohlen gegen seine eigenen Regeln verstoßen? Also ich denke, die USA hatten in dem Fall viel Wut aufzuarbeiten. Wie wir alle wissen, sehen sie sich ja selbst gerne als die Champions im Kampf gegen den Terrorismus. Und dann kommt plötzlich das kleine Kuba daher und hält ihnen ihre eigenen Terroristen unter die Nase. Das muss ihre Eitelkeit verletzt haben und wir fünf waren halt die perfekten Opfer, die man dafür herhalten konnte. Also Sadismus? Nein, Sadismus würde ich das nicht nennen. Also Arroganz der Macht vielleicht,
oder ganz sicher sogar Willkür, meinetwegen. Aber für Sadismus habe ich ein anderes Beispiel. Also wie Sie vielleicht wissen, darf mich Adriana, meine Frau, nicht im Gefängnis besuchen. Ja, davon habe ich gehört. Wieso denn eigentlich? Ja, also die offizielle Begründung ist, dass sie eine Gefährdung der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Was ist los? Ich kenne das. Ich kenne Ihre Frau vom Foto. Jung, dunkelhaarig, hübsch und, entschuldigen Sie, ziemlich klein. Wie in aller Welt soll die denn eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten sein? Fragen Sie mich nicht. Jedenfalls wurde Adriana nach unzähligen Versuchen im Juli 2002 ein Besuchervisum für die USA ausgestellt. Wie Sie sich vorstellen können, riesige Freude auf unserer Seite. Es sah dann allerdings leider so aus, dass sie, als sie in Houston, Texas landete, dass dann ihre Fingerabdrücke abgenommen wurden und sie 11 Stunden lang verhört wurde, ohne jeden Rechtsbeistand, ohne irgendeine Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu unseren Diplomaten. Und dann nach dieser ganzen erniedrigenden Prozedur in das erstbeste Flugzeug zurück nach Kuba gesetzt wurde. Und das ist für mich Sadismus. Gibt es da nicht noch einen, den seine Ehefrau nicht besuchen darf? Ja, René González, den erkennen Sie leicht daran, dass er keine Handschellen trägt. Der ist seit ein paar Monaten auf freiem Fuß und allerdings hat er die Auflage, dass er sich noch 3 weitere Jahre im schönen Miami amüsieren darf, bevor er zurück nach Kuba fliegen kann. Und er muss, das muss man auch wissen, aufpassen wie ein Schießhund, dass er während dieser ganzen Zeit keinen Kontakt zu Terroristen aufnimmt, denn der ist ihm laut Gerichtsbeschluss untersagt. Aber vielleicht erzählt er Ihnen diesen ganzen Schwachsinn am besten selbst.